Thermodynamik beschreibt die Prozesse mit energetischen Kenngrößen (Enthalpie, Entropie, freie Enthalpie) und gestattet es, das Gleichgewicht eines Prozesses zu ermitteln. Von besonderem Interesse sind physikalische Gleichgewichte an Phasengrenzen. Wenn wir flüssiges und gasförmiges Wasser nebeneinander vorliegen haben, haben wir ein Phasengleichgewicht. Wir haben eine Phasengrenze, wir haben einen Prozess von der Flüssigphase in die Gasphase, wir haben einen Rückprozess von der Gasphase in die Flüssigphase. Wir können dieses Gleichgewicht formulieren wie eine chemische Reaktion. Die Phasen sind Alpha und Beta und die Komponente, die zwischen den Phasen wechselt, I, ist in unserem Falle das Wassermolekül. Die Thermodynamik fordert auch hier: Im Gleichgewicht muss das chemische Potential der Komponente I in allen Phasen gleich groß sein. Wir können das Gleichgewicht auch kinetisch beschreiben. Dann sieht das so aus, dass die Geschwindigkeit der Hinreaktion gleich der Geschwindigkeit der Rückreaktion ist. Für jedes Gleichgewicht, so auch für dieses, gibt es eine Gleichgewichtskonstante. Die Konzentration der Komponente I in der Phase Beta dividiert durch die Konzentration der Komponente I in der Phase Alpha ist konstant. Phasengleichgewichte von reinen Stoffen finden wir im PVT-Diagramm. Es ist dies das flüssig-gasförmige Gleichgewicht, das fest-flüssig Gleichgewicht und das fest-gasförmige Gleichgewicht. Im PT-Diagramm werden diese Flächen zu Linien verkürzt. Wir haben die Dampfdruckkurve, die Sublimationsdruckkurve und die Schmelzdruckkurve. Beispielsweise sieht das PT-Diagramm von Kohlendioxid in dieser Art und Weise aus. Wir haben als charakteristische Punkte den Tripelpunkt bei minus 56,6 Grad Celsius und den kritischen Punkt bei 31 Grad Celsius. Wenn wir Wasser in ein evakuiertes Gefäß geben, so wird zunächst die Verdampfung aus der Flüssigphase überwiegen. Es wird sich ein Wasserdampfpartialdruck ergeben, der langsam ansteigt. Wenn wir das Experiment bei 20 Grad Celsius durchführen, wird der Wasserdampfpartialdruck so lange ansteigen, bis er exakt 23 Millibar beträgt. In diesem Zustand sind Flüssigphase und Gasphase im Gleichgewicht. Der Partialdruck im Gleichgewicht wird auch als Dampfdruck, P-Stern, bezeichnet. Der Zustand am Anfang entsprach einer Untersättigung. Wir können uns auch eine Übersättigung vorstellen, wenn der Partialdruck größer ist als der Dampfdruck. Der Dampfdruck ist eine wichtige Eigenschaft jeder kondensierten Phase. Er hängt ab von der Flüchtigkeit der Substanz, von den intermolekularen Energien zwischen den Molekülen, wofür die Verdampfungsenthalpie ein quantitatives Maß ist. Der Dampfdruck hängt nicht vom Volumen ab, in welchem sich das System befindet, solange es zweiphasig ist. Der Dampfdruck hängt aber stark ab von der Reinheit der kondensierten Phase. Im Idealfall verhält sich der Dampfdruck proportional zum Stoffmengenanteil der Komponente I. Der Dampfdruck ist auch abhängig von der Form der Oberfläche. Die üblich tabellierten Werte beziehen sich auf eine ebene Oberfläche. Bei konvex gekrümmten Oberflächen haben wir einen höheren Dampfdruck, insbesondere wenn die Krümmung sehr stark ist, wenn der Radius im Mikro- und Nanometerbereich liegt. Wenn wir den Dampfdruck berechnen wollen, nehmen wir die vierte Gibbsche Fundamentalgleichung für die Flüssigphase und für die Gasphase, ziehen beide Gleichungen voneinander ab, erhalten dann diese Gleichung, in der Delta V der Unterschied der Molvolumina in den beiden Phasen und Delta S der Unterschied der Molentropien in den beiden Phasen entspricht. Im Gleichgewicht ist Delta G gleich 0 und damit ergibt sich das dP nach dT gleich Delta S durch Delta V ist. Dies ist die Clapeyranche Gleichung, die für jedes Phasengleichgewicht gilt. In der Clapeyranschen Gleichung können wir die Entropieänderung durch Enthalpieänderung und Temperatur ersetzen. Die Clapeyranschen Gleichung beschreibt die Steigung der Dampfdruckkurve, der Schmelzdruckkurve und der Sublimationsdruckkurve. Die Schmelzenthalpie ist immer positiv und üblicherweise ist auch das Schmelzvolumen positiv. Daher haben normale Substanzen eine positive Steigung der Schmelzdruckkurve. Wasser ist hier eine Ausnahme, denn Wasser hat ein negatives Schmelzvolumen. Der Schmelzpunkt ist relativ wenig empfindlich auf Druckänderungen.
Wir brauchen 137 bar Druckerhöhung, um den Schmelzpunkt nur um 1 Kelvin zu verändern. Wir können die Clapeyron'sche Gleichung auch für die Verdampfung und Sublimationsdruckkurve anwenden. Die Steigung ist hier jedoch, im Gegensatz zur Schmelzdruckkurve können wir jedoch diese Kurve nicht als Geraden annähern, da das Verdampfungsvolumen stark druckabhängig ist. Wir können diese Gleichung jedoch linearisieren, wenn wir sie mathematisch umformen. Integriert ergibt sich die sogenannte Clausius-Clapeyron'sche Gleichung, die eine Beziehung herstellt zwischen dem Dampfdruck P1 bei der Temperatur 1 und dem Dampfdruck P2 bei der Temperatur 2. Wir können mit dieser Gleichung den Druck in einem Gasfeuerzeug bei Raumtemperatur ausrechnen. Wir haben hier Butan bei 25 Grad. Wir brauchen den Dampfdruck bei 25 Grad. Wir haben aus der Literatur die Verdampfungsenthalpie von Butan. Wir haben den Siedepunkt von Butan bei einem Bar. Das entspricht dem Dampfdruck bei dieser Temperatur. Wir setzen die Größen in die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung ein und erhalten einen Dampfdruck von 2,3 bar. Wenn man genauere Werte für die Dampfdrücke benötigt, ist die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung aufgrund der genannten Näherungen nicht mehr geeignet. Man greift dann zum Beispiel auf die empirische Gleichung von Antoine zurück, um Dampfdrücke zu ermitteln. Wenn wir die Sublimationsdruckkurve und die Dampfdruckkurve in den instabilen Bereich hinein verlängern, können wir zum Beispiel den Dampfdruck von flüssigem Wasser bei minus 5 Grad ausrechnen. Das sind 422 Pascal. Das flüssige Wasser ist hier metastabil. Denn es könnte sich stabilisieren, indem es in festes Wasser übergeht. Dieses hat nur einen Dampfdruck von 401 Pascal bei minus 5 Grad. Der Gleichgewichtspartialdruck über einer kondensierten Phase heißt Dampfdruck. Der Dampfdruck ist abhängig von der Flüchtigkeit der Substanz, von der Reinheit der Substanz, von der Oberflächenkrümmung und von der Temperatur. Die Temperaturabhängigkeit können wir mit der Clapeyron'schen Gleichung und mit der Clausius-Clapeyron'schen Gleichung beschreiben. Der Dampfdruck ist ein Maß für das chemische Potential einer Komponente in einer kondensierten Phase und damit ein Maß für die Instabilität. Teilchen im Innern einer Phase haben eine andere Umgebung als Teilchen an der Phasengrenzfläche. Dieser Unterschied ist Ursache für die Oberflächenspannung. Die Oberflächenspannung Gamma ist die Arbeit, die nötig ist, um 1 Quadratmeter neue Oberfläche zu schaffen. Man kann die Oberflächenspannung auch als Kraft pro Länge ansehen. Bei Wasser wirkt eine Kraft von ca. 72 mN auf 1 Meter Oberflächenlänge. Diese Oberflächenkraft wirkt in der Oberfläche parallel zur Oberfläche und hat zur Folge, dass bei einer konkav gekrümmten Oberfläche der Druck in der flüssigen Phase größer wird. Man spricht vom Krümmungsdruck, den man nach Laplace ausrechnen kann zu 2 mal Gamma durch R für Kugeloberflächen. Mit diesem Krümmungsdruck erklärt sich auch die Abhängigkeit des Dampfdruckes von der Oberflächenform. Über kleinen Tröpfchen ist der Dampfdruck größer als über einer ebenen Oberfläche. In kleinen Hohlräumen ist der Dampfdruck kleiner als über einer ebenen Oberfläche. Der Krümmungsdruck erklärt, warum sich Tropfen bilden am unteren Ende einer Pipette. Und kann auch die Größe dieser Tropfen abschätzen. Der Krümmungsdruck erklärt die Kapillarität, das Ansteigen einer blitzenden Flüssigkeit in einer Kapillar, kann auch die Steighöhe der Kapillarität berechnen. Bei gekrümmten Oberflächen haben wir auf der konkaven Seite einen höheren Druck als auf der konvexen Seite. Wir können diesen Krümmungsdruck für Kugeloberflächen nach Laplace berechnen. In kleinen Tröpfchen ist der Krümmungsdruck so hoch, dass der Dampfdruck über diesen Tröpfchen ansteigt. Wenn wir drei Phasen haben, die in Kontakt sind, etwa eine Flüssigkeit, ein Feststoff und ein Gas, haben wir drei Oberflächenspannungen, die wirken. Die Geometrie dieses Systems verändert sich nun so, dass die Gesamtoberflächenenergie minimal wird. Schwarz die Festkörperoberflächenspannung, rot die Grenzflächenspannung zwischen Festkörper und Flüssigkeit und blau die Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Der Winkel Theta, der Randwinkel, stellt sich jetzt so ein, dass die Kräfte sich vektoriell zu Null addieren. Dies ist die Young'sche Gleichung, die häufig in der Form Cosinus Theta ist Gamma S minus Gamma LS durch Gamma L geschrieben wird. Wenn der Randwinkel Theta größer ist als 90 Grad, sprechen wir von Nichtbenetzung.
Wenn der Randwinkel Theta kleiner ist als 90 Grad, sprechen wir von Benetzung. Und wenn der Randwinkel gleich 0 ist, dann spricht man von Spreitung. Der Festkörper ist komplett mit einer Flüssigkeitsschicht bedeckt. Bekanntestes Beispiel ist die Spreitung von Wasser auf Glas. Benetzende und nicht benetzende Flüssigkeiten verhalten sich unterschiedlich, wenn sie mit einer Kapillare in Kontakt kommen. Benetzende Flüssigkeiten bilden eine konkave Oberfläche aus und steigen in der Kapillare nach oben. Nicht benetzende Flüssigkeiten bilden eine konvexe Oberfläche aus und steigen in der Kapillare nach unten. Die geometrische Beziehung zwischen Kapillarradius und Krümmungsradius ist an dieser Abbildung zu sehen. Wir können die Steighöhe berechnen, wenn wir den Krümmungsdruck nach Laplace mit dem hydrostatischen Druck gleichsetzen. Bei einem Kapillardurchmesser von 1 mm haben wir einen Krümmungsdruck von 291 Pascal. Auf der Wasserseite der Oberfläche muss also ein Unterdruck herrschen. Das System erzeugt diesen Unterdruck so, dass das Wasser um 3 cm nach oben steigt. Nicht benetzende Flüssigkeiten dringen freiwillig nicht in Poren ein. Man braucht einen gewissen Überdruck. Man kann die Größe des Überdrucks mit dem Porenradius korrelieren und hat damit eine Methode, um Porengrößen zu vermessen. Ein Dreiphasensystem, flüssig, gasförmig, fest, stabilisiert seine Oberfläche unter Bildung eines Randwinkels Theta. Dieser kann nach der Young'schen Gleichung ausgerechnet werden. Besonders stark bemerkbar macht sich der Randwinkel in Kapillaren oder bei Flüssigkeitsbrücken. Hier haben wir die Effekte der Kapillarascension und Kapillardepression.